Hallo ihr Lieben, willkommen zu unserem neuen Video. Ich habe heute ein ganz interessantes Video für euch. Und zwar durfte ich ein Produkt testen. Und worum es sich handelt, habt ihr wahrscheinlich schon im Vorspann gesehen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr bis zum Ende dran seid, denn da gibt es für euch was zu gewinnen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und zwar hat mich die Firma Agia GmbH angeschrieben und ich darf einen Autositz für Hunde testen und ja, der ist angekommen und befindet sich in dieser schönen Rolle, also total gut verpackt, finde ich, weil sonst hat man das ja, man hat so kleine Sachen und dann kommt so ein Riesenkarton. Alles zu der Firma verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Die findet ihr auch bei Amazon, also diese Sachen könnt ihr auch bei Amazon bestellen. Und wir packen das Ganze jetzt mal zusammen aus. Also ich bin sehr gespannt, weil das ist ja auch mein allererstes Produkt, was ich quasi testen darf. Und das freut mich sehr, dass es gerade so ein Autositz ist. Genau, so sieht das Ganze jetzt ausgepackt aus. Das ist in so einer Verpackung noch, also in so einer Folienverpackung verpackt. Die Firma findet ihr übrigens bei Amazon. Es gibt auch verschiedene Farben. Ich habe mir jetzt diese hier ausgesucht. Ich werde euch gleich auch nochmal erklären, warum. So, und genau, also der ist hier auch nochmal mit so einer Schlaufe befestigt. Also ist super, super praktisch, wenn ihr unterwegs seid und zum Beispiel mit bei Freunden fahrt und ihr könnt euch einfach dieses Täschchen hier so umschlingen und könnt dann ins Auto steigen, packt das aus und euer Hund hat einen vernünftigen Autositz. Ist natürlich weitaus angenehmer, als dass der Hund auf der gesamten Rückbank ist. Bei Fanny ist es so, wenn sie auf der Rückbank mitfährt, dann ist sie natürlich gesichert. Und zwar haben wir so einen Anschnallgurt, den man dann halt einfach in diesen Anschnaller steckt und dann hüpft sie über die gesamte Rückbank, weil sie keine Begrenzung hat. Und da finde ich so ein Autositz total praktisch. Es ist natürlich wichtig, dass ihr euren Hund dran gewöhnt. Also ihr könnt nicht jetzt einfach davon ausgehen, ich packe das ins Auto und der Hund bleibt da sitzen. Er kann ja immer noch drüber springen, aber sobald der Hund halt dran gewöhnt ist, er hat eine Grenze für sich und hat dann seinen Platz im Auto und hüpft nicht durch die Gegend. Vor allen Dingen ganz praktisch ist das Ganze, weil ihr nicht überall die Hundehaare rumfliegen habt. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Euer Hund ist ein einziges Mal im Auto und die Hundehaare sind da ein Leben lang. Das ist wirklich so. So, ich packe das Ganze jetzt einmal aus. Dann werdet ihr auch sehen, was ich mir für ein Muster ausgesucht habe. So sieht das Ganze aus. So, Fanny muss da jetzt, glaube ich, mal reichen. So. Also das Ganze wird an der Kopfstütze, also auf der Rückbank festgemacht, einmal an dem Vordersitz. Hier kann man das Ganze einmal so einklicken, das heißt, man muss es nicht über die Kopfstütze packen. Man kann das Ganze hier auch noch verkleinern, weil jedes Auto ja ein bisschen unterschiedlich ist. Und auf der anderen Seite habt ihr das natürlich auch. Das heißt, so eine Schlaufe kommt an den Vordersitz und eins an den Sitz von der Rückbank und dann habt ihr wie so eine Tasche quasi und dann habt ihr, genau, ich muss ja jetzt erstmal gucken, wie rum das Ganze gehört, dann habt ihr hier noch diese Fächer. Also ich zeige euch das am besten jetzt erstmal im Auto, weil so ist das völlig unverständlich. Selbst ich verstehe nicht, was ich hier erkläre. Nein, also es ist wichtig, dass ihr gleich mal seht, wie das Ganze am Auto aussieht quasi und was ich meine mit Begrenzung. Genau, wichtig ist, wie gesagt, dass ihr euren Hund trotzdem sichert, also dass ihr so einen Anschnaller habt, dass der Hund halt wirklich fixiert ist im Auto. Wichtig ist auch, dass ihr diesen Anschnaller nicht am Halsband festmacht, sondern am Geschirr, weil der Druckpunkt da einfach anders ist. Wenn ihr einen Auffahrunfall habt und der Hund wird nach vorne geschleudert und dann hängt nur am Halsband, ist das für den Hund nicht so schön. Also schön ans Geschirr dran packen und dann mit so einem schönen Autositz habt ihr dann halt eine wunderbare Begrenzung. Wir sehen uns gleich mal am Auto wieder. So, dann sind wir einmal ins Auto umgezogen. Das ist jetzt ein handelsüblicher Kombi.
Wir schauen einfach mal, ob das Ganze wirklich in jedes Auto passt. Also probieren wir es einmal aus. Diese eine Lasche kommt einmal über die Kopfstütze vorne, vom Beifahrersitz in meinem Fall. So. Und diese Schlaufe kommt einmal an die Rücksitzseite. So. Dann sieht das Ganze jetzt so aus. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich innen für eine Farbe entschieden. Ich nehme euch mal näher dran. Und zwar nennt sich das Ganze Olivschrift. Und zwar in dem Fall, die meisten sind wirklich von innen drin schwarz. Und vor allem mit ihren weißen Haaren würde das schwarze Innenleben einfach komplett einweißen. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Das Ganze kann man jetzt nach außen klappen. Draußen ist es ganz furchtbar am Regnen, deswegen zeige ich euch das gleich erstmal. Und dann habt ihr quasi beim Einstieg einmal noch einen Seitenschutz. Das zeige ich euch aber gleich nochmal, denn Fanny wird das Ganze ja natürlich auf jeden Fall testen. In unserem Fall machen wir das Ganze jetzt einmal hoch. So, das heißt, wir ziehen hier einfach den Reißverschluss hoch an beiden Seiten. Und haben hier einmal eine stabile Wand. Und das Ganze können wir auf der Seite machen, müssen es aber nicht machen. Wenn zum Beispiel hier drüben jemand sitzt und man möchte den Hund gerne kraulen oder was weiß ich, dann kann man das Ganze unten lassen. In unserem Fall machen wir das Ganze aber einmal hoch, sodass wir wie eine kleine Tasche haben. So, und jetzt kann man natürlich sehen, ob das hier an den oberen Sachen noch ein bisschen fester gemacht werden muss. Ich würde sagen, wir machen das Ganze noch ein bisschen fester, damit es ein bisschen straffer ist. So, auf der Seite auch ruhig noch mal ein bisschen straffer. Also was ich jetzt mache, ist einfach, ich verstelle hier diesen Gurt einfach ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen mehr auf Spannung ist. So. Und wie ihr sehen könnt, ist das eine wundervolle Tasche. Und ihr könnt sogar noch zwei Leute nebenbei sitzen haben. Ich zeige euch das einfach mal. Also das ist quasi Platz vom Hund. Das ist einmal der Mittelplatz. Und das ist einmal der andere Platz. Das heißt, wie ihr sehen könnt, das ist der Grund, warum ich so einen Autositz unbedingt haben möchte. Die Haare sind einfach überall. Der Hund ist hier schon ewig nicht mehr mitgefahren und überall sind Hundehaare. So, das ist einmal quasi Fannys neuer Platz. Das Ganze muss jetzt allerdings, also der Hund muss noch gesichert werden, was ich euch schon erzählt habe. Das heißt, wir brauchen noch so einen Anschnallgurt. Ich habe jetzt einen hier. Den habe ich sowieso noch zu Hause gehabt. Das heißt, das ist hier einmal dieses Stecksystem. Der kommt einfach in den Anschnaller. Und der Hund ist hier dann einfach festgemacht. Das heißt ans Geschirr. Das Problem, was wir hier haben, das weiß die Firma aber auch schon, da arbeiten die dran, dass hier kein Schlitz oder sowas ist, wo ich jetzt diesen Gurt durchführen kann. Das heißt, ich muss ihn jetzt wirklich auf voller Länge machen und den Hund hier einmal einklicken. Das ist jetzt nicht sonderlich das Problem. Bei kleinen Hunden wäre es wahrscheinlich das Problem ein bisschen größer. Oder man müsste einfach einen längeren Gurt machen. Was man allerdings auch machen kann, ist, dass man einfach eine Seite ein bisschen runterzieht. Und dann kann man hier den Gurt einfach reinlegen. So, dann hat man das Problem nicht. Dann ist das Ganze wieder ein bisschen instabil, aber ich glaube, das lässt sich noch aushalten. So, und dann würde ich sagen, darf Fanny das Ganze einmal testen. Ich finde das Ganze äußerst praktisch, denn es schützt auch vor allen Dingen eure Sitze bei so einem Sauwetter, wie es momentan gerade ist, vor dem Regen, also vor den nassen Pfötchen, vor den schlammigen Pfötchen. Das ganze Material ist echt super wasserabweisend und schmutzabweisend. Ihr könnt das Ganze einfach einmal abspülen und schon
ist der ganze Matsch gegessen. Finde ich echt praktisch. Wie gesagt, das Einzige, was halt noch fehlt, ist so ein kleiner Schlitz oder ein Doppelschließmechanismus, also so ein Doppelzipper, damit ihr den Gurt für den Hund, also für den Anschnaller, der jetzt ans Geschirr drankommt, noch dran machen könnt. Aber wie gesagt, da ist die Firma schon am Überlegen, wie sie das Problem am besten lösen kann. Ansonsten, wie ihr seht, entspannt Fanny gerade. Und dann kann das Ganze nicht so schlimm sein, finde ich. Und vor allen Dingen ist euer Hund sicherer, wenn er so mitfährt, als wenn ihr ihn einfach auf der Rückbank lässt, vielleicht den Fahrrad noch ablenkt. Und so hat sie einfach ihren Platz, weiß, wo sie hin muss, und dann ist das Ganze, glaube ich, in Ordnung. Ihr könnt das Ganze natürlich an den Seiten auch noch aufmachen, wenn ihr das eher als Schutzdecke sehen wollt. Vor allen Dingen für kleine Autos ist das, glaube ich, ganz praktisch. Da macht ihr einfach die Seitenverschlüsse runter. Und euer Hund hat noch einmal ein bisschen mehr Platz. Und dann sieht das Ganze einmal so aus. Euer Sitz ist trotzdem geschützt. Und euer Hund hat da hinten noch die Begrenzung durch diese hochliegenden Seitenwände. Und vor allen Dingen hinten kann es auch noch mal eine gute Begrenzung sein, wenn ihr jetzt quasi die Tür aufmacht, die Autotür, euer Hund noch drinnen bleiben soll. Denn wir sagen natürlich dem Hund, wann er rausgehen soll, damit wir ihn auch noch schnell umleiten können. Also einmal von dem Anschnallgurt an die normale Leine. Und da dient das Ganze hinten nochmal als Begrenzung. Und dann kann ich den Hund einfach in Ruhe quasi umstecken. Ich werde das Ganze aber eher hoch nutzen, denke ich mal. Wir werden das Ganze natürlich auch noch auf langer Sicht testen. Das werdet ihr dann auch noch mal zwischendurch bestimmt sehen, das Produkt. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall jetzt schon mal vorstellen, weil ja auch gerade die Urlaubssaison anfängt und der Hund natürlich ausreichend gesichert sein soll im Auto. So, von der anderen Seite sieht das so aus. Es ist gerade ganz furchtbar am Regnen. Gleich einen Schutz nach draußen. Und da kommt raus. Wow. So, wie ihr gesehen habt, haben wir das Ganze jetzt einmal live mit euch getestet. Wir sind danach auch ein kleines Stück gefahren. Leider hat dann der Akku meiner Kamera den Geist aufgegeben. Allerdings hat das Ganze wunderbar geklappt. Also Fanny hat super schnell entspannt in dieser, ich sage jetzt mal Box. Weil für mich ist es eher so wie so eine kleine Box. Also es ist ja eine Begrenzung, als so ein Autositz. Ein Autositz ist einfach nur mit so einer kleinen Erhöhung. Also ich finde, es ist wie so eine kleine Box. Der Hund kann immer noch frei gucken. Wie ihr sehen könnt, ist Fanny fertig vom Ausprobieren von neuen Produkten. Also ich bin mega begeistert, vor allen Dingen der Stoff. Also es hat ja, wie ihr gesehen habt wahrscheinlich, auch geregnet. Ich habe das Ganze jetzt nochmal hier. Und das ist alles super abgeperlt. Also ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt. Und so vom ersten Eindruck, da ist ein Fanny-Haar, Moment. Die Fanny-Haare lassen sich leicht entfernen. Das ist nämlich auch immer so ein Problem. Zum Beispiel aus Vlies kriege ich Fannys Haare nie wieder raus. Und mit nie wieder meine ich wirklich nie wieder. Wichtig ist, wie ich euch schon erzählt habe, dass euer Hund dran gewöhnt wird. Ganz normal wie an eine Decke. Das heißt, ich schicke den Hund immer wieder da drauf und belohne das Ganze. Am Anfang einmal nur kurz, dann immer länger. Und das Gleiche mache ich mit dieser Box. Das Schöne ist, dadurch, dass sie so klein und praktikabel ist, könnt ihr das Ganze auch einfach mit im Wohnzimmer machen. Lasst es am Anfang wie eine Decke liegen, also einmal komplett ausgebreitet, und schickt euren Hund einfach immer wieder drauf, wie bei einer normalen Decke. Und dann könnt ihr nach und nach immer einen Rand hoch machen, vielleicht auch, dass ihr links und rechts einen Stuhl hinstellt, dass es so ein bisschen begrenzt ist, dass ihr diese Kopfstützen Seiten quasi so an dem Stuhl festmacht, dass ihr quasi diesen kleinen Autositz bei euch habt, und dann probiert das Ganze einfach im Auto aus. Am Anfang wirklich den Hund einfach nur reinschicken in seine Box, also auf seinen Autositz, das Ganze dann einfach belohnen, und
sofort wieder rauslassen, vielleicht auch sogar noch eine Seitenwand offen lassen und den Hund sofort wieder rausnehmen. Das Ganze übt ihr ein paar Mal und dann könnt ihr das Ganze einfach steigern, indem ihr einfach mal den Motor anlasst von dem Auto. Dann könnt ihr mal 10 Meter rollen, dann könnt ihr mal eine halbe Stunde fahren und immer so weiter. Und eigentlich sollte das für euren Hund kein Problem sein, denn ihr habt ihm von Anfang an aufgezeigt, das ist sein Platz, das ist seine Begrenzung, da darf er hin und nicht weiter. Am Anfang, wie gesagt, würde ich auch jemanden vielleicht daneben setzen, dass ihr vielleicht daneben setzt, wer anderes fährt das Auto oder lässt den Motor an und dann sollte eigentlich nichts passieren. Wichtig ist, wie gesagt, noch so ein Anschnaller. Das ist jetzt einer, den hatte ich sowieso noch, wie gesagt, zu Hause. Das Ganze kriegt ihr aber von der gleichen Firma wie diesen Autositz. Also das ist, das hatte ich ja schon gesagt am Anfang, das ist die Firma Agia GmbH. Die verlinke ich euch natürlich auch in der Infobox und diese Boxen sind echt wirklich super. Also ich bin begeistert vor allen Dingen, weil ich mir schon so Szenarien auf, wo ich diese Box benutzen kann. Zum Beispiel, wenn man mit Freunden unterwegs ist, die haben einen Hund dabei, man hat selber seinen Hund dabei, der sitzt vielleicht im Kofferraum in der Autobox und auf einmal geht deren Auto nicht mehr. Oder man ist einfach unterwegs und weiß, dass man vielleicht nicht mehr nach Hause fahren kann. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob man sowas vielleicht mit ins Taxi nehmen kann. Also nicht jeder Taxifahrer nimmt ja auch, glaube ich, Hundebesitzer mit. Ich weiß, dass es in Berlin besondere Taxen gibt, die halt für Hundebesitzer sind, also wo die Hunde mitfahren dürfen. Vielleicht ist da so ein Sitz vielleicht mal eine Alternative, dass man den dann einfach dabei hat. Ihr habt gesehen, der ist super klein, super praktisch. Ihr könnt euch den unterm Arm klemmen. Ist wirklich, ja, einfach dabei zu haben. Es ist auch mega leicht. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Und dann einfach mit ins Taxi nehmen. Und ich meine, welcher Taxifahrer kann euch da nicht mitnehmen. Also ich meine, euer Hund macht da keinen Dreck drin, das Auto ist geschützt und euer Hund ist dann natürlich sowieso schon dran gewöhnt. Warum nicht? So, ich habe euch das Ganze jetzt auf meinem Handy nochmal aufgerufen, wollte euch nochmal die Maße sagen. Und zwar ist das 60 x 50 x 35 cm, wie ihr hier sehen könnt. Das ist jetzt auch das Modell, was ich mir ausgesucht habe. Das Ganze ist übrigens nicht nur wasserabweisend, wie ich euch erzählt habe, sondern auch wasserfest. Das heißt, wenn euer Hund aus Versehen mal Pipi machen sollte, ist das kein Problem. Ihr könnt das dann einfach hinterher rauswischen. Was auch auf jeden Fall noch erwähnenswert ist, es gibt momentan eine Kampagne, eine Werbeaktion. Das heißt, wenn ihr so einen Autositz kauft, dann könnt ihr hier draufklicken. Und dann bekommt ihr auf einen Anschnallgurt nochmal 15%, wenn ihr das beides zusammenkauft, von der Agia GmbH gutgeschrieben. Das heißt, ihr könnt dann beides hier einfach in den Einkaufswagen legen und dann kriegt ihr 15% Rabatt auf den Anschnallgurt. So, ich werde jetzt auf jeden Fall bei Amazon auch nochmal eine Rezension schreiben. Denkt da auf jeden Fall dran, falls ihr euch den Autositz oder auch den Anschnallgurt kauft, dass ihr da eine Information da lasst für die nachfolgenden Käufer quasi. Ich finde das immer ganz wichtig, dass andere wissen, was man selber vom Produkt hält. Deswegen finde ich auch so ein Video gar nicht verkehrt, dass man einfach mal sagen kann, wie man selber mit dem Produkt klargekommen ist und was es für Vor- und Nachteile gibt. Also wenn ihr euch das Produkt gekauft habt, dann könnt ihr mir das einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet natürlich, und denkt daran, auf Amazon eine Rezension dazulassen. Also ich finde es einfach ein super Produkt und kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Und ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Und jetzt kommt nämlich das Allerbeste. Und zwar habe ich mit der Firma Agia GmbH einen tollen Deal mit euch ausgehandelt. Und zwar darf ich einen so einen Autositz an euch da draußen verlosen. Ihr habt zwei Möglichkeiten, daran teilzunehmen. Das Ganze findet leider nicht über YouTube statt, weil die ja besondere Richtlinien für Gewinnspiele haben. Aber ich habe mir überlegt, ich lasse das Ganze einmal über Instagram laufen. Das heißt, es wird jetzt dieses, wahrscheinlich auf dieser Seite, tolle Bild auf Instagram erscheinen. Und ihr könnt da drunter kommentieren mit auf die Frage, wo fahrt ihr mit eurem Hund am liebsten hin? Also schreibt mir einfach, wo ihr wirklich am allerliebsten mit eurem Hund hinfahrt, sei es in den Urlaub, sei es an einen bestimmten Fleck im Wald, weil das da so toll ist. Schreibt mir das auf jeden Fall unter dieses Bild und schreibt dazu, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Also sollte der Satz quasi lauten, ich möchte gerne am Gewinnspiel teilnehmen. Mit meinem Hund Fanny fahre ich am allerliebsten auf den Hundeplatz. So, das Ganze sollte natürlich auch was mit Autos zu tun haben, deswegen fahrt da auf jeden Fall hin.
Und dann könnt ihr nochmal ein zweites Mal teilnehmen, beziehungsweise für diejenigen, die leider kein Instagram haben, habe ich mir überlegt, ich richte euch eine E-Mail-Adresse ein, und zwar lautet die beddog-gewinnspiel@web.de, und da könnt ihr mir nämlich das gleiche schreiben. Schreibt mir einfach, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet und natürlich auch, wo ihr mit eurem Hund am allerliebsten hinfahrt. So, über diese zwei Wege könnt ihr teilnehmen, und ich habe mir auch überlegt, wenn ihr an beiden Sachen teilnehmt, also wenn ihr mir einmal bei Instagram unter meinem Post postet und mir eine E-Mail schreibt, dann könnt ihr zweimal in den Lostopf kommen, also gibt es eine doppelte Gewinnchance für euch, und natürlich wird das Ganze ausgelost. Ich weiß noch nicht, wie ich das auslosen werde, vielleicht darf Hanni einmal die Glücksfee spielen. Ich weiß nicht, ob ihr sie übrigens seht, die schläft da gerade im Hintergrund. Die ist vom Testen einfach fix und fertig. Und zwar habe ich mir überlegt, das Gewinnspiel läuft bis zum 26. August. Das heißt, ihr habt genug Zeit. Das Ganze läuft so lange, weil jetzt natürlich Ferienzeit ist und ich natürlich euch allen die Möglichkeit geben möchte, daran teilzunehmen. Also wenn ihr im Urlaub seid, könnt ihr euch das Video ja hinterher nochmal angucken, und dann könnt ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen. So, ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht, und ihr findet das Produkt genauso toll wie ich. Wie gesagt, die ganzen Links stecke ich euch einmal in die Infobox, auch nochmal, wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, die E-Mail-Adresse, wie ich auf Instagram heiße natürlich auch, das habe ich euch bestimmt hier eben irgendwo geschrieben, aber das ist alles nochmal in der Infobox verlinkt, dass nicht irgendjemand sagen könnte, ich wusste von nichts. So. Also, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ich finde sowas äußerst praktisch, und ich teste sowas immer gerne. Und ja, dann abonniert doch auf jeden Fall den Kanal, nehmt am Gewinnspiel teil und lasst uns einen Daumen hoch da. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!